Und damit recht herzlich willkommen auf meinem Brustikanal. Ja, Freitag, die wir Zeit für ein bisschen in die Horror. Heute spielen wir die Full Version auf Mario in Animatronic Horror. Ich freue mich so drauf. Endlich, lange hat es gedauert, dass die Full Version endlich draußen ist. Ich habe ja die Demo damals schon gespielt und ich war total begeistert. Und jetzt lassen wir uns einfach überraschen, was auf uns zukommt. New Game. New Game? New Game. Kommt dieses geile Intro, oder? The game contains press enter to end continue. Damals gab es dieses geile Intro. Das wäre natürlich gut. Ich liebe dieses Spiel. Thanks to the developer. If you wish to turn off voices, just get to the options menu and turn down the SA note. It will affect the sound effects for the game. Would you like to play into intro movie for the game? Yes, sure. The intro is so great. Oh, bam. Those faces. Let's get lost. Why won't those faces leave me alone? I started having visions of those creepy faces I recently started having. I found a way to find out where I've been having these bad visions. Someone is hiring a security guard at Freddy Fazbear's Pizza. That's when I realize I found the way out about those visions and events that happened. Luigi told me that he used to be haunted, so he has to come with me, but I decided to go alone. I'm more concerned about Luigi's safety. I was reported to be over there at midnight tonight, and I'm hoping I will find out this mystery. 12 a.m. 9:01. Oh, I love this game. This must be the place. It was the odd sign. Oh, I'm so great. Thanks to the developer. Thanks. Das kennen wir ja alle schon aus der Demo. Arrow Key ist to move, Shift to run, Escape Key to menu. Enter for interact. Wir gehen also hier rein, um rauszufinden, was hier vor sich geht. Yes. Yes. Kennen wir ja alle schon aus der Demo.
Mama Mia. Moment, ich muss mal kurz meine Fresse ein bisschen runter machen. So. Ich hoffe, es funktioniert so auch. Ansonsten muss ich es nach links machen. Also irgendwas ist ja passiert. Why is it creepy? Well, I better find the office. Jawohl, wir müssen also das Office finden. Oh, Jesus. Jo, bloß versehen, das Base, der falsche Knopf gedrückt. Jetzt muss man das Office suchen. Aber zuerst gucke ich mich ja mal um, ja. Up there, his name must be Freddy. Yes. Die Chica? Chica? Or is it the dog? Yeah, is a dog, Chica. We have a bunny. Jeez, he's freaky. Yes. Wir gucken aber erstmal ein bisschen um. Hier kann ich nichts tun. Hier kann ich auch nichts tun. Wir gehen also jetzt mal runter, weil unten war ja das Office. Dum, 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 dum. Wir gehen also runter zum Office. Wir müssen hier hoch, hier rein. Well, here we are. Hier sind wir. The telephone is ringing. Oh, it's the phone. Yes. Hello? 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 And welcome to Freddy Fazbear's Pizza. Magical place where grown-ups alike, where fantasy and fun can come to life. Yes. Hello, hello. So, you're the new guard for this job. Well, we welcome you. So you probably heard about this place used to be haunted and all, but there's nothing to worry about. You'll be fine. Yes, thank you. Just to keep in mind, the animatronics do walk around at night. But do I have a problem with that? No. But if they see you, they will think you're a naked endoskeleton without a costume on. What? So they will forcibly stuff you into a Freddy Fazbear suit. What? 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 Yeah, but if you see them, just close the doors from time to time. They won't get in. So, in case that's it so far, have a great night. Danke fürs Gespräch. Also, wir sollen ab und zu mal die Türen schließen. Mama Mia. I love. Did he come back? Kommt, ist er zurückgekommen? He must have. I know it. He looks red this time, so he must be working by hand. He's so great. I love it. Go check if it's... Yes, Freddy. Sie kommen. No. We're finally gonna be free. I just know it. They're coming. Things are going okay so far. I better check the cams. Yes. Wait, wasn't there a bunny there? Yeah, bunny is weg. The bunny is straight. Dreaming. I better check the other rooms. Ich tu mal kurz. Key items. Oh, das ist neu. View profile. Options. Ah, save game. Das ist new. Quit game. Key items.
Also wir sollen die anderen Räume mal checken. Hier kann ich nichts tun. Moment, ich muss mal kurz hier checken. Wie kann ich die Tür nochmal schließen? Wie konnte ich die Tür nochmal schließen? Ich muss erstmal checken, wie ich die Tür nochmal schließen kann, konnte. Erstmal checken. Wie konnte ich die Türen schließen? Ich weiß es nicht. Hier war ja verschlossen. Oder? Just a closet full of cleaning stuff. But it's locked. Yes. Bam, 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 bam. Hier konnte ich. Ich konnte hier irgendwo. Konnte ich rechts rum. Es kam ja schon. Was sagt jetzt hier? The bunny is not on his stage. Yes. Wo ist er? Bam, 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 bam. Ja, hier war ja das mit dem Schrank, Wandschrank, ne? It's locked. I need a key. Wir brauchen einen Schlüssel. I'll look around. Maybe I can find a key. Yes. Hier war er nicht. Er war hier irgendwo versteckt, aber ich weiß nicht mehr wo. Oder war das nicht? Hier konnte man durch. Ich glaube, es war hier. Ah, da unten war der Key. In der Holzkiste. Damn it, it's locked. Hier konnte man aufmachen. Foxy. Hey, what's this? Found bathroom key. Ja, er hat Hallus. Hier könnte man doch irgendwie aufziehen, oder? What? Wie komme ich da nicht ran? Hier war doch irgendwas mit dem Bild, oder nicht? Wenn mich nicht alles täuscht. War da nicht was mit dem Bild noch? Jetzt macht er gar nichts mehr. What? What? Oder wo ist das? Hopefully this key works. This must be where they build the robots. Ja. Hier machen sie die Robots. Key Items. Gleich mal safen. Empty costume. Mario, Empty bunny head without ears. Bunny head without ears. Es Bunny hat kein Early. Aber jetzt kommt ja dann der andere Hunk, ne? Ah, das ist ja die Geschichte. What's this? Wenn mich nicht noch alles täuscht. And why is there dry blood on it? Getrocknetes Blut drauf. Read it.
News reported about a child murder at Fredbear's family diner. We found him in Fredbear's mouth. People think it was a springlock failure. No one knows what it happened, but the owner was not happy when he heard about this. Kindermörder. Creepy. Drawings? Oh, those kids are nice drawings. Yeah, the Mario has the pizza, eh? E volevo pagare. A bunch of empty heads. A bunch of empty heads. What? What's that sound? You can't hide from your butted body. Okay. I'm gonna hug you till you burst. Stop your father. I gotta hide. Where should I hide? When you make a choice, the choice could be wrong and you could rather get killed. Get the game over. Make sure you save very often. Yes. Hide in Freddy's suit. Im Wandschrank verstecken wir uns. Allein in the closet. It has to keep me safe. Das habe ich bis jetzt immer getan, es war immer die richtige Entscheidung. I know you're here. Ja, er weiß, dass wir hier sind. Aber wo? Take a small peek. Don't do anything. Wir tun nichts. That was close. We survived. Here. Yes. Hey, what's this doing here? What? Found rusty crowbar. Ah, damit können wir die Kiste aufmachen. Gleich mal safen. Man muss oft safen, ja. Ansonsten ist man aufgespannt, man muss eigentlich dann wieder alles tun. Genau, wir gehen raus. Chica ist weg. Foxy. I can press anything on here. Stimmt, jetzt konnten wir hier drücken. I like that. I can press anything on here. Ich muss es doch mal tun, sorry. I like that sound. Foxy. Schade hier, hier kann man nichts tun. Nein. Also wir können hier. Maybe I can use this crop. Yes. Come on, found kitchen key. This might be useful. Yes. Dum, 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 dum. Sorry Leute, aber ich muss gleich wieder safen, weil ich habe keine Lust, das alles nochmal zu machen. The kitchen key. There's no way I'm going back in there. Warte mal, haben wir denn nicht die Items? Key Items? Wir haben den Memories, nix. Wir haben nur den Kitchen Item. Aber da kommen wir jetzt nicht rein. Oh. Falsche Taste gedrückt. Kann man da was machen? Immer noch nicht.
Oh, er sagt hier gar nichts, dass Chica weg ist. Aber wir sollten mal in die Office zurück, würde ich sagen. Es wird auf jeden Fall viele, viele Parts geben, hoffe ich doch. Und ist jetzt erst der erste Part. Wieso komme ich nicht zurück? What? Ich komme nicht zurück in mein Office. What? That bear freaks me out. Wieso komme ich nicht in meine Office zurück? Leute, irgendwie bin ich da gerade ein bisschen ratlos. I have a problem. Hier komme ich auch nicht lang. What? Wieso komme ich da nicht rein? There's no way. I'm going back in there. Leute, ich komme nicht mehr zurück. I don't come to my office. What? Oh no. Ich habe keine Chance. Was muss ich? What? Pizza. Just some papers. Just some papers. Hey, what's this? It looks like a family. Ah, it's photo. Two dogs, one dad, and three kids. A bear and a rabbit. Wait. There's something written on the back. I was the owner of a company called Fredbear's Family Diner. I love this designing animatronics or designing animatronics to make my kids happy. But recently my child Nick has been scared of Fredbear's a lot. Kyle loves scaring him with the foxy mask I let him bring home. But when Nick's birthday came, it all changed. I wish things didn't have to be this way. William Afton. William Afton. Who's that? I better hang on to this. Yes. Ist besser. Found Family Foto. Wir haben da das Familienfoto gefunden. Hier kann ich nichts tun. Hier kann ich auch nichts tun. Und im Kühlschrank kann man auch nichts tun. Oh, Pizza, Pizza, Pizza. I love Pizza. Oh, Pizza is my favorite. No? Sonst kann ich ja nichts tun. Jetzt. No. Nothing. I can press anything on you. Sorry. I like that sound. Sorry. So Leute, jetzt gehen wir mal zurück und ich würde sagen, ich nehme jetzt ja schon 25 Minuten auf und jetzt mal gucken, jetzt komme ich zurück. Und
würde sagen, an diesem Punkt mache ich mal ein kleines Ende. Wir haben jetzt 3 Uhr. Ich nehme jetzt 25,5 Minuten auf. Und das müsste eigentlich genügen für den ersten Part von Mario in Animatronic Horror. Ich hoffe, ich konnte ein klein bisschen unterhalten. Ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Und vor allem wollen wir ja alle wissen, wie es weitergeht in dem nächsten Part von Mario. Jetzt müssen wir auf jeden Fall zurück dann ins Büro und dann mal schauen, was passiert. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wenn ihr der Meinung seid, das Spiel macht euch Spaß, das, was ich euch zeige, macht Spaß, dann dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ansonsten bedanke ich mich noch einmal sehr, sehr herzlich bei euch fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, genießt das Leben, enjoy the life. Habt Spaß miteinander, verhaut euch nicht und vor allem immer aufpassen, was ihr tut. Vor allem macht was aus eurem Leben. Bis dann. Ich sage tschö mit den fingerligen Rotz, euer rostiger Rentner. Thank you and goodbye. I love you, my friends. Enjoy the life. Thanks to the developer. The game is great. I love it.